Hallo, lieben Christian Schumacher, Therapeut, Coach, sonstiges, vieles, Diplompsychologe, Hamburg, Berlin, in der Nähe von München und diesmal Videolog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, wir haben das wunderschöne Thema, das Drehbuch einer toxischen Beziehung, ganz tolle Mail, richtig cool. Und ja, wir erarbeiten uns hier mal das Drehbuch einer toxischen Beziehung. Ist wahrscheinlich ein etwas längeres Video. Wenn das hier hochgeladen wird, gibt es noch, ist ja am Donnerstag, müsste das sein, gibt es nur noch an dem Tag einen 12-Euro-Code, so eine kleine Zwischenaktion auf Leadership. Chance 12 heißt der. Und vielleicht sehen wir uns ja auch auf der Leadership-Party. Und wenn du dieses Video später anguckst, ja, schau mal auf Leadership vorbei, da findest du meine Arbeit. Und solche E-Mails kannst du, also solche Nachrichten kannst du irgendwie schreiben, auch über liebeschipp.de, da gibt es extra ein Formular für. So, und wir haben ja eine Nachricht von Brigitte. Lieber Christian, ich schicke dir meine Nachricht aus Turkmenistan in Form eines Trauerspiels in 7 Akten. Es heißt, eine fucking Nicht-Beziehung. Ich lache jetzt schon schlappe. Vielleicht hast du Spaß daran. Zunächst einmal ein großes Dankeschön für deine Arbeit, dass du dein Wissen und deine Erfahrung teilst. Seit ein paar Wochen höre ich deine Videos und gehöre nun auch zu deinen StudentInnen. Ich bin an die 60 Jahre alt, es hört nie auf. Durch Zufall stieß ich in YouTube auf dich. Mein Suchwort war Liebeskummer. Ich habe dich nach ein paar Minuten gleich wieder weggeklickt, weil du überhaupt nicht in meine Therapeutenschublade gepasst hast. Die vielen Fuckings und Geils haben mich abgeschreckt. Okay. Liegt wahrscheinlich an meinem Alter. Aber dann habe ich Stefanie Stahl hat dich Stefanie Stahl in einem ihrer Videos empfohlen. Ich habe dir noch einmal zugehört. Diesmal genauer. Inzwischen bin ich dabei, die Liebeship-Kurse zu machen, was mich dazu bewogen hat, deine Module zu buchen. Mein Mann starb auch an die 60 nach langer, schwerer Krankheit. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Wir waren Jahrzehnte verheiratet, ein paar Kinder, gute Beziehung, ein paar Ehekrisen, die wir meisterten. Von da an eine bessere Partnerschaft. Wir waren auch Freunde. Das ist immer gut. Ich habe nie alleine gelebt. Zuerst bei meiner Familie, mit den Geschwistern, dann mit meinem Mann. 2 Jahre nach seinem Tod war seine Gegenwart immer noch so präsent. Ja, vielleicht ist er ja auch noch irgendwo bei dir, ne? Ich war in meiner Mitte und wunderte mich, dass ich auch allein gut zurechtkam. Dann habe ich mich auf eine Liebschaft eingelassen. Die fucking Nicht-Beziehung, ein Trauerspiel in 7 Akten. Erster Akt, der Beginn. geschrieben wie ein Drehbuch. Sehr lustig. Er, verliebe dich nicht in mich. Oh, das ist schon so minusvolle, ey. Okay, ich versuche nicht alles hier zu kommentieren. Es ist wirklich ein herrliches Drehbuch. Es ist wirklich so aus der Realität. Also ist ja auch die Realität. Es ist einfach, genau so läuft das. Ich will keine Beziehung. Eine Liebschaft wird vereinbart. Bauch, lieber nicht, wird dir nicht guttun. Kind, egal, noch nie in deinem Leben hat dir jemand so viel Anerkennung geschenkt. Und der sieht gut aus. Und diese Leidenschaft. Beide Partner, Klammer auf, beide Partner sind voll in ihrer Polarität, Klammer zu. So lange hatte ich schon niemand mehr berührt in den Arm genommen. Du bist drauf und dran, eine alte Frau zu werden. Jetzt kommst du bei den Männern noch an. Aber deine Tage sind gezählt. Du bist frei und kannst machen, was du willst. Kopf, das ist ein Ego-Trip. Es gefällt dir zu gefallen. Kind, ist mir scheißegal. Diese Zuwendung holen wir uns jetzt ab. Klammer auf, die Protagonistin verliebt sich, Klammer zu. Körper von wegen in den Arm nehmen, wir kriegen hier Pornosex und Dirty Talk und gar keine Zärtlichkeit. Herz und immer wieder dieses Nähe-Distanz-Spiel, ich hasse es. Zweiter Akt. Die große Krise. 8 Monate später nach besonders grobem Sex. Kopf, jetzt wird Schluss gemacht. Das kannst du deinem Körper und deiner Seele nicht mehr antun. Kopf, wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? Lieber Gott. Die On-Off-Freundin des Liebhabers will zu ihm zurück. Sie weint. Er ist angenehm berührt und sehr geneigt, sie wieder zu wollen.
Die Protagonistin nimmt das zum Anlass, sich von ihm zu trennen. Schon mal gut. Dritter Akt, der Abschied. Sie, vielleicht ist noch Liebe da zwischen uns. Vielleicht versuchen wir es noch einmal miteinander. Kopf, du bist nicht ehrlich, willst ihn immer noch beeindrucken und von ihm gern gehabt werden. Klammer auf, er wehrt sich gegen den Abschied, Klammer zu. Er, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Das weiß er, glaube ich, ziemlich genau, aber egal, soll halt ein schönes Dreieck installiert werden hier. Ich verstehe mich selbst nicht. Ach, Sprüche sind so zeitlos. Wenn du nicht da bist, habe ich Sehnsucht nach dir. Wenn sie nicht da ist, habe ich Sehnsucht nach ihr. Ja, was gibt Schöneres als ein Dreieck, ne? Herrlich, 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 herrlich. Schön Aufmerksamkeit von mehreren. Wunderbar. Ich möchte zwei Frauen haben, aber das geht nicht. Also, Subtext ist, fehlt jetzt noch der Subtext. Hier, der Subtext ist natürlich, könnt ihr das bitte absegnen beide, dass ich hier meinen kleinen Harem bilden kann. Kopf, da ist Hopfen und Malz verloren, bloß weg hier. Vierter Akt, die Nachwirkungen. Klammer auf, die Protagonistin leidet 7 Monate nach der Trennung immer noch unter schlimmem Liebeskummer. Sie hat schwere Entzugserscheinungen. Klammer zu. Kind, jetzt ist unser Leben nicht mehr aufregend, nicht mehr lebendig. Keine Nachrichten mehr mit meine Liebste. Klammer auf, die Protagonistin leidet unter ständigem Gedankenkreisen. Darüber hinaus hat sie schwere Schuldgefühle. Kopf, du bist nicht für mich eingestanden. Du warst nicht ehrlich in der Kommunikation. Warum hast du das mit dir machen lassen? Klammer auf, die Protagonistin schämt sich, Klammer zu. Kopf, du bist süchtig und sollst auf null Kontakt gehen. Kind, nein, schlechte Nachrede kann ich nicht ertragen, das schädigt meinen Selbstwert. Auch nach dem Aus will ich noch irgendwie gern gehabt werden oder zumindest nicht das Gesicht verlieren. Klammer auf, der Liebhaber schickt Nachrichten per WhatsApp, Klammer zu. Er, du bist die stärkste Frau, die ich kenne, wir sollten doch Freunde bleiben. Gut, Subtext ist natürlich wieder, ja, ich würde gern wieder Dirty Talk und wilden Sex mit dir haben und können wir bitte den Harem wieder auferstehen lassen hier. Gut, also wir sollen doch Freunde bleiben, geh nicht aus meinem Leben. Klammer auf, die Protagonistin schreibt nur knapp zurück, vereinbart keinen Termin und leidet dennoch unter furchtbarem Liebeskummer. Klammer zu. Kopf, warum? Ich verstehe das alles nicht. Fünfter Akt. Der beinahe. Klammer auf. Nach 7 Monaten wird die Protagonistin schwach. Der Liebhaber sendet Grüße über die Schwester. Schön noch hier. Flying Monkeys nennt man es ja immer, ne? Das ist, wenn man schon überall geblockt ist, dann nochmal andere Leute oder auch nicht geblockt, andere Leute noch mit reinziehen. Ist ein herrliches Spiel von so manchem Minuspol. Wunderbar. Möglichst viele Leute immer mit reinziehen. Ich vermisse deine Freundschaft. Ja gut, vermisst bestimmt nicht eure Freundschaft. Also, Dirty Talk, wilden Sex und Aufmerksamkeit, ja. Kind, ich werde antworten, wir sind höflich und nett. Er soll immer noch gut von uns denken und mögen. Sie schreibt, Punkt, 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 vermisse dich auch. Klammer auf, der Liebhaber sucht Nähe und bekommt sie. Oh, keine Freundschaft, okay. Er ruft an, können wir uns noch einmal treffen? Ja, wofür, wissen wir ja, ne? Und das soll bestimmt auch nicht einmal sein. Es gibt da offene Fragen zu unserem Abschied. Sie sagt, ich fahre ein paar Wochen weg, können wir nachher machen. Er, ja, dann schreib mir doch mal aus dem Urlaub. Klammer auf, die Protagonistin hört im Urlaub Hemschemeyer-Videos, Klammer zu. unter anderem das mit dem Energie in eine Beziehung geben. Sie gibt sich richtig Mühe, einen schönen Text zu finden. Sechste Akt, die Erkenntnis. Die Protagonistin wirft die Karten in den Postkasten und hält inne. Kopf, warum gibst du diesem Mann so viel Energie? Einem Mann, mit dem du keine Beziehung willst. Einem Mann, der immer wieder sagt, er wolle auch mit dir keine. Einem Mann, mit dem du eigentlich auch nicht befreundet sein willst. Einem Mann, von dem du keine Antwort, keinen Danke dafür halten wirst. Herz, was ist da faul? Was ist das für eine komische Liebe, die du zu fühlen glaubst? Ist das überhaupt Liebe? Klammer auf, die Protagonistin hat plötzlich eine Erkenntnis, Klammer zu. Sie, es war meine eigene Bedürftigkeit, die ich für Liebe hält. Da klafft seit meiner Kindheit ein Loch in mir. Dieses Loch wurde durch den Tod meines Mannes noch fühlbarer. Er war ein Liebender und seine Liebe fehlte mir. Ich wollte, dass der Liebhaber dieses Loch füllte. Das konnte er aber nicht, musste er auch nicht. Das ist mein Job, wenn ich in Zukunft unabhängig von der Anerkennung anderer Menschen sein möchte. Das will ich sehr. Siebenter Akt, die Verhaltensänderung. Herz, du hast des Liebhabers Wunsch erfüllt und ihm
eine Nachricht geschrieben. Er hat aber nicht reagiert. Kein Danke. Er zeigt dir nicht einmal mehr. Nee, er zeigt dir einmal mehr, wie man sich als Minuspol verhält. Solltest du auch mal machen. Klammer auf, die Protagonistin hat Hemschemeyers Wort im Ohr. Klammer zu. Hemschemeyer, null Kontakt, sage ich euch immer, null Kontakt. Sie blockt den Kontakt und hebt die Blockierung wieder auf. Blockt ihn erneut, hebt die Blockierung wieder auf. Das alles an die dreimal. Kind, du hast es ihm noch zugesagt, du wolltest doch nochmal mit ihm reden. Man soll sein Wort halten. Ja, das... Also wenn der andere, weiß ich nicht, man muss da auch in die Mitte kommen, ne? Das sage ich ja immer, es geht, also das Universum belohnt Neutralität, ne? Nicht unbedingt ständiges Gutmenschentum. Vor allen Dingen selber absoluter Gutmensch sein, wenn der andere es überhaupt nicht ist. Hm. Ja. Deswegen ist es auch völlig okay, mal irgendwas nicht zu machen, was man zugesagt hat, ne? Da kann man manchmal lernen von den Minuspolen so. Also jetzt in solchen Situationen, ne? Bauch, er mag sich aber keine langen Reden anhören. Kopf, ich sage blockieren. Ihr seid in keiner Beziehung. Keine Erwartung, sagt der Liebhaber immer. Dann soll er sich doch nichts erwarten. Ja, genau, was ich gerade sagte. Klammer auf, die Protagonistin blockt den Kontakt, Klammer zu. Sie, nun ist er geblockt und ich übe Minuspolverhalten. Es fühlt sich gar nicht so schlecht an, ein wenig kalt zu sein, als wäre ich sehr stark. Ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist, was ich da tue, aber ich werde den Zweifel und das ungewohnte Gefühl aushalten. Das Ende. Das nächste Stück wird eine Liebesgeschichte und ist bereits in Arbeit. Die Protagonistin übt immer wieder für sich einzustehen. Es bleibt kein Stern auf dem anderen. Sie erkennt, dass das für sich einstehen weit über Liebesbeziehungen hinausgeht. Es heißt auch mal eine Minuspol-Freundin in die Schranken zu weisen und Nein zu sagen oder eine Aktivität abzusagen, wenn man zu müde dafür ist. Oder einem Mann, der einen daten will und offensichtlich Alkoholiker ist, zu sagen, dass man ihn nicht daten wird, weil er ein Problem mit Alkohol hat und so weiter und so weiter. Außerdem wird sie sich dran halten und eine Zeit lang gar nicht daten. Sie möchte wirklich lernen, alleine glücklich zu sein, glücklich lieben und leben zu können. Und wenn sich irgendjemand mal eine Beziehung ergeben sollte, gut, wenn nicht, auch gut. Das ist ihr Ziel und es fühlt sich sehr frei an. Das Selbstliebetraining ist eine aufregende Reise, die sich lohnt, egal wie alt man ist. Lieber Christian, warum waren deine Videos so wertvoll für mich? Ich kann mit der innere Kindarbeit nicht so viel anfangen. Der wissenschaftliche Zugang war für mich entscheidend. Ich konnte erkennen, dass diese Liebessucht wirklich etwas Körperliches ist, also hatte ich mich nicht getäuscht mit den Entzugserscheinungen und meine Wahrnehmung war richtig. Es ist tatsächlich eine Sucht, eine Programmierung im Kopf. Mit der muss ich wahrscheinlich leben. Aber ich kann jetzt mein Verhalten verstehen und brauche nicht mehr zu verurteilen. Und ich muss mich nicht mehr schämen, weil ich diese Situation angezogen habe. Mir gefällt deine Botschaft, dass es an uns liegt, dass wir raus müssen aus der Fremdbeschuldigung, um an uns selbst zu arbeiten. Das ist der Weg der Liebe. Ich danke dir noch einmal von Herzen für deine Arbeit. Alles Gute dir. Was für eine schöne Mail. Vielen Dank für auch mal so ein anderes Format. Super lustig. Freue mich über eure Kommentare. Gebt meine Arbeit gerne weiter. Like gerne das Video. Abonniert meinen Kanal. Vielleicht sehen wir uns auf Twitch mittwochs 20 Uhr oder auf Instagram sonntags 19.30 Uhr oder auf der Liebeschipp-Party. Oder. Und wir werden uns mal wiedersehen.